Das ist doch mal eine richtig schöne Aussicht. In der Automobilbranche sind die Aussichten klar elektrisch und meistens kommen die Elektroautos als SUV daher. Wer kein SUV braucht oder möchte, für den halten die Hersteller auch immer mehr Limousinen bereit. So wie dieses sportliche Derivat hier aus dem Hause BYD. Das hier ist der neueste Spross, der im europäischen Markt Einzug erhält und auf den Namen Seal hört. Die Frage, die ich mir heute stelle, ist: Sieht der einfach nur sportlich aus oder hat er auch innere Qualitäten? Mit anderen Worten, hat der Seal auch Soul? Aus dem Atto 3 bekannt und jetzt im Seal verfeinert. Ein echter Gamechanger ist die Cell-to-Body-Plattform, die wir hier als Modell vor uns sehen. Cell-to-Body bedeutet, dass die Battery Blades von BYD Teil der Plattform sind, also in den Fahrzeugboden integriert werden. Das hat einige Vorteile. Es senkt das Gewicht, es erhöht die Crash-Sicherheit und die Fahrstabilität und vor allem tut es was für die Aerodynamik, denn das Fahrzeug baut weniger hoch auf und ist damit insgesamt aerodynamischer. Das Model 3 hat einen CW-Wert von 0,23, was schon gut ist. Der BYD Seal schafft 0,219. Schauen wir uns doch einfach noch mal ganz in Ruhe an, was man für diesen guten CW-Wert getan hat. Man hat viele Optimierungen eingebaut und man sieht es auch schon an der Form. Das Modell ähnelt dem Model 3 von Tesla. Das ist aber weniger eine Kopie, sondern es ist einfach viel mehr der Aerodynamik geschuldet. Gerade die Limousinen sind prädestiniert aufgrund der Form dafür, möglichst viel aus dem CW-Wert und einer guten Aerodynamik und einer guten Effizienz herauszuholen. Und da folgt einfach so ein bisschen die Designsprache, dem Luftfluss, deshalb die Ähnlichkeit. In den Details sieht man vor allem vorne, man hat sich Gedanken gemacht, hier unten bei diesen Lufteinlässen, die Luft von vorne an den Seiten vorbeiführen soll. Eingefasst werden diese Einlässe von 4 LED-Bändern, die eine X-Form an der Front formen. Hier unten haben wir dann noch einen tatsächlichen Lufteinlass. Wenn man sich die Seite anschaut, dann fallen als erstes die 19 Zoll großen Aero-Felgen auf, die hier so Elemente tragen, um eben die Luftverwirbelung möglichst gering zu halten. Die sind sogar serienmäßig. Direkt dahinter haben wir diese angedeuteten Luftauslässe, die so ein bisschen aussehen wie Kiemen. Warum Kiemen? Weil, wie der Name schon vermuten lässt, das Auto einen starken Bezug zum Meer, zum Ozean haben soll. BYD nennt das Ocean Series und deshalb haben sie überall so kleinere Designelemente mit Meeresbezug eingebaut. Die versenkbaren Türgriffe sehen nicht nur gut aus, wenn sie eingefahren sind, sondern tun auch noch viel für die Aerodynamik. Was nicht viel für die Aerodynamik tut, aber wie ich finde auch gut aussieht, sind diese kiemenartigen Lufteinlässe hier unten am seitlichen Schweller. An der C-Säule zu guter Letzt nochmal ein Designelement, diese tropfenförmige Ausgestaltung. Ich finde auch ein bisschen, sieht aus wie eine Fischhaut mit Schuppen, soll ebenfalls einfach diesen Ozean-Meeresgedanken aufgreifen. Das Heck präsentiert sich selbstbewusst und sportlich. Selbstbewusst, weil der Markenname hier sogar ausgeschrieben in Großbuchstaben steht und sportlich, weil wir hier einen großen Diffusor haben. Das ist aber nicht nur ein Designmerkmal, sondern der tut auch wirklich was für die Aerodynamik. Flankiert wird der Diffusor von Luftauslässen. Hier geht aber nichts durch, sondern das ist auch nur ein Designmerkmal. Mittlerweile quasi schon selbstverständlich das durchgehende Lichtband an den Rückleuchten mit aber einer BYD-Spezifikation, nämlich wieder diesen tropfenförmigen, fischschuppenartigen Designelementen. Wenn man mal ganz nah rankommt, dann finde ich noch eine Sache, die mich stört, und zwar stimmen die Spaltmaße nicht so ganz. Ich finde, man sieht das hier ganz gut. Da ist einfach so eine kleine Kante und gerade bei so einem durchgehenden Lichtband fällt das nochmal besonders auf. Zum Vergleich, auf der anderen Seite gibt es diese Kante nicht. Das heißt, die können es doch. Warum dann nicht auf beiden Seiten so? Ich weiß es nicht. Schauen wir uns den Kofferraum an. 455 Liter hat er insgesamt zu bieten. Hier hinten sieht man ja sofort, das sind nur 402 Liter. Er hat nämlich einen Frunk. Den schaue ich mir aber gleich an. Erstmal schaue ich, was es hier zu entdecken gibt. Unter der Klappe eine kleine Abdeckung. Darunter verbirgt sich noch eine Abdeckung mit dem Reifenset und einem extra Ladekabel.
Also da kriegt man schon gut was rein. Aber vorne ist ja auch noch was. Ja, es gibt einen Frunk. Das freut uns doch eigentlich alle immer wieder. Schauen wir mal, wie BYD das hier gelöst hat. Okay, noch eine zweite Abdeckung. Und da verstecken sich die 53 Liter. Reicht eben für die Ladekabel oder so ein bisschen Equipment, was man sonst noch so dabei hat. So, dann schauen wir mal auf einen wichtigen Teil im Innern, nämlich das Cockpit. Dominiert wird das Ganze von dem 15,6 Zoll großen BYD-typischen Display, was wirklich gut reagiert und direkt anspricht. Ebenfalls BYD-typisches Highlight, der Bildschirm dreht sich in eine Hochkantposition. Ob das nötig ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube nicht wirklich, dass es nötig ist. Ich glaube auch nicht, dass es mehr als 2-3 Mal benutzt wird, vielleicht wenn man das Auto gerade neu hat. Ist jedenfalls eine ganz nette Spielerei. Wie fühlt sich insgesamt hier drin an? Das Cockpit, das Interieur ist wirklich schön gelungen. Man hat sich viel Mühe bei Details gegeben. Das sieht man zum Beispiel hier an diesen Lichtelementen in der Tür, Lichtelemente im Mitteltunnel und vor allen Dingen diese aufwendig gestaltete Konsole hier in der Mitte mit dem Gangwahlhebel und noch verschiedenen Tasten zu den Fahrmodi und für die Lautstärke. Die Materialauswahl ist vielschichtig. Also ich habe hier sowas wie ein Kunstleder, auch auf den Sitzen ist so ein Kunstleder. Hier Hartplastik, aber in einer schönen Optik. Und hier Alcantara. Und das ist alles serienmäßig. Also ein schöner Materialmix, der auch sich hochwertig anfasst und hochwertig aussieht. Die Qualität der Verarbeitung stimmt auch, wenn man hier sich die Ecken mal anschaut oder hier diese Ziernähte hier oben, die sind fein verarbeitet, da guckt keine Naht raus, da passen überall die Abstände und das sieht nicht nur hochwertig aus, es fühlt sich auch überall hochwertig an. Wo wir allerdings natürlich klassisches Hartplastik haben, ist hier unten in den Flächen, die man nicht so häufig zu Gesicht bekommt. Aber was die Materialanmutung insgesamt angeht, macht der BYD Seal wirklich einen guten Eindruck. Zum Infotainment-System kann man leider noch nicht so viel sagen, weil das hier eben Autos sind, die aus China kommen und noch nicht für den europäischen Markt vorbereitet sind. Was man sagen kann, ist, dass wir ein Navigationssystem mit integrierter Ladeplanung haben und natürlich auch Smartphone-Integration. Für die Smartphones sind übrigens hier 2 induktive Ladestationen vorgesehen, auch relativ schön positioniert, wie ich finde. Die Sitze sind die serienmäßigen Sportsitze, die optisch ansprechend aussehen, mit einer schönen Struktur hier im Sitz, der fixierten Kopfstütze und dem eingestickten BYD-Logo. Wie die sich dann tatsächlich anfühlen, wenn man ein bisschen dynamischer mit dem Seal unterwegs ist, das probiere ich gleich noch aus. Fragen wir doch direkt mal nach, wie es bei BYD mit der Europastrategie aussieht. Dafür ist Brian heute da. Er ist Assistant General Manager von Europe. Hi Brian, thank you very much for your time. Hi. What's the strategic for Europe from BYD? For BYD, actually, we came here try to embrace the local society and also try to contribute to the local society rather than just selling cars. Mm-hmm. So basically, our strategy is that we decided not to go direct. We cooperate with local partners, local dealers, and try to deliver our cars also the same quality services to our end customer. Why do you think that the Seal is the right car for Europe? Because I guess the Seal is not gonna be that affordable for everyone. If you look at the design of the Seal, like from the interior, exterior, it's a very nice car. The cans from, it's inspired by the ocean aesthetic, that is why we call it a Seal. Also, if you look at the performance of this car, it's very powerful. I strongly believe that with this kind of like design and the performance and also
kind of like a value we can bring to the European customer. We strongly believe this can be a very good hard seller in the European market. Can you tell us the price of the seal? So far, we haven't fixed the price for seal. We will like work very closely with all the like partners and our colleagues in Europe, try to fix it very soon in the next couple of months. We promise we can bring this car to European market before the end of this year. Can you tell me when the seal is going to be ready to order and when the first models are going to be delivered to customers in Europe? Yeah, we are. We're thinking about we probably may start the pre-sale in Q3 and start the try to start the delivery in Q4 this year. So langsam wird es Zeit für den BYD Seal, sich mal wirklich zu beweisen. Zuvor noch ein Wort zu den Antriebsvarianten. Es gibt zwei Stück. Die Basis verfügt über einen Heckmotor und Heckantrieb mit 230 kW bzw. 313 PS. Das Topmodell verfügt über Allradantrieb, zwei Elektromotoren, einer vorne, einer hinten. Systemleistung 390 kW bzw. 530 PS. Ich bin hier in der Nähe von Barcelona auf einer abgesperrten Teststrecke und ich fühle ihm jetzt mal auf den Zahn. Was hat er an Fahreigenschaften zu bieten und kann er auch richtig gute Emotionen wecken? Schaue ich mir jetzt an. Wenn ich mich die ersten Meter in dem BYD Seal bewege, dann denke ich eigentlich nicht direkt an ein sportliches Auto, sondern eher an eine Reiselimousine. Der Fahrkomfort ist wirklich hoch. Das Fahrwerk gibt mir zwar den Fahrbahnuntergrund wieder, also die adaptiven Dämpfer lassen schon ein bisschen was durch, aber nicht so, dass es unkomfortabel wird, sondern dass ich ein gutes Gefühl habe und jederzeit weiß, was die Räder so machen und welchen Untergrund ich unter allen vier Reifen habe. Bei der Lenkung, da kommt dann doch schon wieder so ein bisschen der sportliche Charakter durch. Sie ist zwar leichtgängig, aber sehr schön direkt. Das macht wirklich Spaß, hier einzulenken. Ich brauche nicht lange, um mich daran zu gewöhnen. Ich weiß genau, wie ich lenken muss, um das Auto richtig zu positionieren. Ich kann hier wirklich so ein bisschen Kurven räubern. Ja, richtig schön. Wenn ich mich gerade schon so zügig durch die Kurve bewege, dann fällt mir doch direkt auf, wie gut die Sitze sind. Das sind sehr schöne Sportsitze, gar nicht mal optisch, sondern ich spreche jetzt wirklich nur vom Sitzgefühl. Die fassen mich wunderbar ein. Ich habe einen tollen Seitenhalt, ich habe einen tollen Halt im Schulterbereich und auch auf der Sitzfläche selber fühle ich mich sehr gut eingefasst. Nicht unangenehm, weil sie doch gut gepolstert sind, aber insgesamt merke ich sofort, ich sitze in einem sportlichen Auto hier. Die Leistungsentfaltung im normalen Modus ist wirklich gut. Sie ist linear und ich kann sie gut dosieren, aber sie ist, selbst wenn ich das Gaspedal stark drücke, nicht brachial. Und genau das will ich auch nicht, wenn ich komfortabel auf einer längeren Strecke unterwegs bin oder überhaupt komfortabel unterwegs bin. Ich will ja einfach nur, dass das Auto linear und auch stärker beschleunigt, aber ich will hier keinen Schlag im Nacken haben. Die Modelle vom Seal, die ich hier fahren darf und mir anschauen darf, das sind alles noch chinesische Modelle. Die kommen zwar auch auf den europäischen Markt, aber natürlich in leicht abgewandelter Form. Hier geht es in erster Linie mal darum, Fahreindrücke zu sammeln. Und an diesen chinesischen Modellen ist mir etwas Witziges am Heck aufgefallen. Hier steht nämlich 3,8S. Und wenn man ins Datenblatt der Performance-Version guckt mit 530 PS, dann ist das tatsächlich die Zeit, die das Modell von 0 auf 100 braucht. Und die Chinesen haben sich gedacht, wir schreiben es einfach mal hier hinten dran. Warum nicht? 3,8 Sekunden steht drauf von 0 auf 100. Wir sitzen jetzt auch im Performance Model und ich möchte es jetzt wirklich mal spüren, wie fühlt es sich an. Hier vorne kann ich eine Grafik einstellen, inklusive Timer. Ich habe den Fuß auf der Bremse. Ich gehe in D, ich bin natürlich im Sportmodus und dann schauen wir mal, wie heftig er beschleunigt. Boah! Okay, das ist richtig, richtig heftig. Wahnsinn. 4 Sekunden zeigt er mir an. Ich habe noch nicht mal die 3,8 geschafft. Aber also, es ist nicht so, als würde er losschießen. Es ist wirklich eher so, er bewegt sich halt schon kräftig nach vorne, aber es ist nicht dieser Nackenschlag. Aber dann kommt ein Druck. Ja, das
macht schon echt Spaß. Die Akkus sind so langsam leer und das bringt uns zum Thema Laden und Reichweite. 82 Kilowattstunden ist die Batterie immer groß, hier in beiden Modellvarianten vom Seal. Geladen werden kann entweder über 11 kW oder über 150 kW am Schnelllader. Damit steigt der Akkustand von 30% auf 80% in rund 26 Minuten, hat uns BYD gesagt. Die Reichweite, die liegt WLTP gemessen entweder bei 520 km für das Performance Model oder bei 570 km bei der Long Range Version mit nur einem Motor an der Hinterachse. Die zweite Klappe, die man hier sieht, die ist für einen Adapter, bei dem man dann Haushaltsgeräte oder was auch immer, Smartphones aufladen kann. Das heißt, Vehicle to Load ist hier serienmäßig immer mit an Bord. Der Tag mit dem BYD Seal geht zu Ende. Und was bleibt jetzt übrig? Bei mir auf jeden Fall ein positiver Gesamteindruck. Die Technik überzeugt, die Materialauswahl ist gut, die Verarbeitung ist gut, die Plattform ist innovativ und die Fahreigenschaften machen wirklich Spaß. Insgesamt ist der Eindruck, den er hier bei mir hinterlässt, wirklich positiv. Spannend wird noch, wie er sich preislich im Segment positioniert. Dazu will BYD noch nichts sagen. Sicher ist auf jeden Fall, wenn man das Auto in seinen Gesamteigenschaften, so wie ich es heute kennengelernt habe, bewertet, dann ist der BYD, so wie er hier steht, eine Kampfansage an Tesla und Co. Denn der hat Charakter und das ist gut.